und pack viel davon ein. Wir wollen für uns sein und ausruhen, sagte Jesus zu den Jüngern nach einem Tag voller Menschen und Gedränge. Ausruhen und für uns sein. Heute sagt er es zu uns, gibt es uns mit in die Ferien. Ferien. Und auch wenn dieses Jahr alles anders war, ist und bleibt, so bin ich mir ziemlich sicher, dass sich nichts daran geändert hat, dass wir uns alle auf die Ferien freuen. Die einen, die bis letzte Woche noch Abitur gemacht haben, die anderen, die Teilzeitschüler geworden sind, die Familie, die sich auf den lang ersehnten Urlaub freut. Viele werden es sein, die sich in diesen Wochen auf Völkerwanderung befinden, bevorzugt wohl an Nord- und Ostsee. Einmal wollen sie dem Corona-Alltag entfliehen, alles hinter sich lassen und nur ihren Träumen nachgehen. Den Träumen von der Ferne, von Bergen und Wäldern, von Inseln und Seen. Und wir sind dabei. Mittendrin statt nur dabei. Endlich wieder Urlaub. Endlich wieder mehr als nur Heimat. Ich wollte doch schon immer wieder einmal, ja, was wollte ich nicht alles, nochmal am Meer stehen und den Möwen zuhören. In den Bergen die Unendlichkeit und Erhabenheit der Aussicht genießen. Im Strandkorb sitzen, woanders chillen, wieder etwas tun können nach dieser langen Corona-Zeit. Urlaub, hat einer gesagt, ist der letzte Rest, der übrig blieb vom Paradies. Er soll uns schenken, was wir sonst nicht haben. Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat, sagen wir, oder die Zeit heilt alle Wunden, oder Zeit ist Geld. Was ist sie eigentlich? Irgendwie ist Zeit ein Nacheinander, durch das unser Leben bestimmt wird. Wir leben zwischen Erinnerung und Erwartung und in einem Augenblick treffen beide zusammen. Auf diesen Augenblick, auf das Jetzt sind wir angewiesen. Und nachher ist Urlaub, sind Ferien. Eine Zeit, in der wir entschleunigen. Also das, was uns die Zeit zerstückelt und von einer Unruhe in die andere treibt, ablegen können und uns öffnen, um das Jetzt zu erleben. Nicht das Nachher und nicht das Übernächste. Wie wertvoll Entschleunigen ist, haben wir gerade in der Corona-Zeit merken dürfen. Die einen, weil sie nicht konnten, die anderen, weil sie es geübt haben. Die meisten Deutschen haben gesagt, das Positive an Corona war die Reduktion aufs Wesentliche, Entschleunigung. Das ist sehr untypisch in unserer schnelllebigen Zeit. Ich habe keine Zeit, hören wir doch dauernd. Ich muss Zeit gewinnen. Aber was ich bestenfalls gewinne, sind Minuten. Was ich dabei verliere, bin ich selber. In dem schönen Buch Der kleine Prinz ist folgende Geschichte erzählt. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? Fragt der kleine Prinz. Das ist eine große Zeitersparnis, sagte der Händler. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man spart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 43 Minuten übrig hätte, sagte der kleine Prinz, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen und trinken. Erkennen wir uns in diesem Händler nicht selber wieder? Unsere Hast macht unser Leben dürftig, macht uns krank. Burnout liegt im Trend. Es gibt Menschen, die untergehen in ihrer Arbeit, erdrückt werden von Sorgen und Verantwortung. Die meinen, nichts könne gehen ohne sie und sie müssten überall dabei sein. Wahrscheinlich gehören wir alle, der eine mehr, der andere weniger, zu diesen Menschen. An uns richtet sich ein Psalm, ein paar Liedverse aus dem Alten Testament. Wenn der Herr das Haus nicht baut, so mühen umsonst sich die Bauleute. Wenn der Herr die Stadt nicht behütet, so wacht der Wächter umsonst. Umsonst ist, dass ihr früh aufsteht und spät euch niederlegt und euer Brot in Mühsal esst. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Psalm 126. Nun, also, das scheint sich irgendwie gar nicht mit unserer Erfahrung zu decken. Was muss ich mir denn nicht hart erarbeiten? Was wird mir denn schon geschenkt? Und dann auch noch im Schlaf? Naja, das Licht eines Sonnentages, die Schönheit der Berge, des Strandes, die Blumen, den hellen Sand, den blauen Himmel und die weißen Wolken, ja, das habe ich mir doch nicht verdient. Ja, und erst recht
Die Freundschaft von Menschen, ihre Zuneigung, womit könnte ich diese verdienen? Und so vieles andere. Ja, alles, was unserem Leben seinen Glanz und seine Tiefe gibt, das kann ich nicht erraffen mit frühem Aufstehen und spätem zu Bett gehen. Es sind alles Geschenke, über die ich mich freue beim Erwachen. Nennen wir das, was wir nicht mit Leistung schaffen und nicht mit dem Urlaubsticket mitkaufen können, Glück, Zufall, ein gütiges Geschenk. Der Psalm will uns sagen, hinter dem zerbrechlichen Glück und hinter dem unausweichlichen Schicksal gibt es eine mächtige Hand, gibt es ein gütiges Antlitz und ein väterliches Herz. Wenn wir anfangen, Gott wichtig zu nehmen, schätzen wir unser Leben richtig ein. Das Wesentliche unseres Lebens verdanken wir eben nicht uns selbst. Wir leben in einer Kosten-Nutzen-Zeit. Wie hoch sind die Kosten? Wie groß ist der Nutzen? Was bringt's? Wir leben immer länger, aber wir leben nicht immer glücklicher. Wo der Mensch am Werk ist, da wird auf Zweck berechnet, ausgespart und nach Gewinn gefragt. In der Natur sehen wir das Gegenteil. Verschwendung und unendlichen Reichtum an Licht und Luft, an Blüten und Samen, an Formen und Farben. Normalerweise sehen wir das alles jedoch nicht. Aber im Urlaub kann es geschehen, dass wir die Natur einmal nicht als Ressource sehen, sondern als Geschenk. Und das kann uns den Blick öffnen. Wir empfangen unendlich mehr in unserem Leben, als wir selbst uns verdienen. Im alltäglichen Trott wird uns das zu wenig bewusst. Wir überschätzen zu leicht das, was wir selbst tun gegenüber dem, was uns der andere gibt und was wir durch unsere Mitmenschen geworden sind. Wenn ich mir das klar mache, gewinne ich Abstand von den Dingen, Abstand von den Notwendigkeiten meines täglichen Lebens. Und solche Distanz ist nötig von Zeit zu Zeit. Der Apostel Paulus gibt einen wichtigen Rat zu diesem Thema. Er schreibt: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug. Nutzt den rechten Augenblick. Kauft die Zeit aus. Endlich sind Ferien, freie Zeit. Ich wünsche Ihnen und euch, einmal nicht gehetzt zu sein, bestimmt, gejagt, getrieben, sondern Zeit zu haben. Und nicht nur zu haben, sondern sich Zeit zu nehmen. Ich muss nicht an die Arbeit, ich muss nicht an die Schule. Ich tue, was mir Spaß macht, keiner kommandiert, keiner kontrolliert, keiner fragt mich, hast du schon? Keiner sagt, du musst noch. Ich habe Zeit. Ich brauche keine Zeit zu sparen, keine Zeit zu gewinnen, keine Zeit zu vertreiben oder totzuschlagen. Ich lasse sie mir nicht rauben und sie vergeht wie im Flug. Wunderbar, wer das sagen kann. Heute habe ich Zeit. Zeit für mich und Zeit für dich. Zeit zum Anhören, Zeit für Freundschaft, Liebe und Hilfe. Und ich erfahre, jemand hat Zeit für mich. Fragt nicht, was er vielleicht sonst tun könnte. Er schenkt mir mehr als Zeit. Er schenkt mir Freude und neue Zuversicht. Ich vergesse, auf die Uhr zu schauen und ich habe die Zeit vergessen. Es ist wie ein Vorgeschmack auf Ewigkeit. Ich sitze untätig am Berghang und träume von glücklichen Tagen. Und vielleicht denke ich auch ein wenig über mich nach. Wo bin ich im Laufe der Zeit auf einen falschen Weg geraten? Wo bin ich ungerecht und hartherzig geworden? Ich möchte Kopf und Herz über den Berg des Alltäglichen hinausstrecken und zu mir selber finden. Ich sitze am Strand und schaue dem Spiel der Wellen zu und ich denke, erholen. Was will ich mir holen in diesen Tagen, um versorgt zu sein an Leib, Seele und Geist? Versorgt vielleicht für ein Jahr. Indem ich vieles lasse, gewinne ich Gelassenheit. Und ich danke Gott für alles, was nicht zuerst einem Zweck und dem Nutzen dient. Ich will den Sonnenuntergang nicht beobachten, sondern ihn erleben. Ich liege im Sand. Ich blinzle in den Himmel und lasse die Gedanken schweifen. Alles hat seine Zeit. Das steht schon im Buch des Predigers im Alten Testament. Die Aussaat hat ihre Zeit und die Ernte. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Schweigen und Reden, Leben und Sterben. Im Raum der Zeit kommt das Leben als Geschenk auf mich zu und wird mir als Schicksal wieder genommen. Arbeit hat seine Zeit, aber auch die Muße, auch das Nachdenken hat seine Zeit. Und alles braucht seine Zeit. Die Zeit auskaufen, nennt es der Apostel. Das heißt,
die Möglichkeiten wahrnehmen, die uns gegeben sind, die Aufgaben, die uns gestellt sind, in Angriff nehmen, vernünftig auswählen, sinnvoll dosieren. Wer sich die Zeit nimmt, über seine Zeit nachzudenken, der wird es am ehesten fertigbringen, das Beste aus ihr zu machen. Zeit, Welt und Leben als Gottes Geschenk anzusehen, sich Zeit zu nehmen für andere und für sich selbst, dazu braucht es freilich nicht unbedingt einen Berg oder einen Meeresstrand, nicht die Ferne und nicht den Urlaub. Ich kann das auch daheim und jeden Tag, wenn ich will. Gott schenkt mir Zeit, ein vergängliches Geschenk. Ich kann es nicht aufheben für morgen oder übermorgen und ich kann es auch nicht einpacken, wie man die Badehose einpackt oder den Fotoapparat. Wenn wir ihnen raten, viel Zeit einzupacken, dann wollen wir sagen, nehmen Sie die Zeit mit wie ein leeres Gefäß. Jedes Jahr unseres Lebens, jeden Tag unserer Jahre und jede Stunde unserer Tage sollen wir dieses Gefäß füllen und wissen, aus aller Zeit wird Ewigkeit. Groß kann jeder werden, wenn er es nur will. Aber die wenigsten Menschen wollen es. Die meisten brauchen die Kraft nicht, die sie haben, brauchen die Gelegenheiten nicht, die sie haben, den Augenblick nicht, der da ist. Warten immer auf größere Kräfte, auf bessere Gelegenheiten, günstigere Zeitpunkte. Und in diesem öden, müßigen Warten auf andere Kräfte, Gelegenheiten und Zeitpunkte fliegen Kraft und Gelegenheiten und Zeit dahin. Lieber Vater im Himmel, hilf mir, dass ich mir immer wieder Zeit nehme für all die Dinge, die mir gut tun. Dass ich mir Zeit nehme, um mit Freunden zusammen zu sein. Hilf mir dabei, mir Zeit zu nehmen, mit meinen Gedanken ganz bei einer Sache zu bleiben. Dass ich mir Zeit nehme und einfach im Hier und Jetzt lebe, mir aber auch Zeit nehme, nicht nur für mich, sondern für andere Zeit zu haben. Und dass ich mir Zeit nehme, geduldig zu sein. Hilf mir, Vater, dass ich mir die Zeit nehme, zu mir selbst ehrlich zu sein, dass ich mir die Zeit nehme und für jede Zeit dankbar bin. Auch, dass ich mir Zeit dafür nehme, um wieder ganz in Ruhe und allein für mich selbst immer mal wieder nur dich zu suchen. Alle anderen Bitten lege ich jetzt in das Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Yeah.
Amen.